Wir kommen sehr oft am Fluss oder am Bach in die Situation, wo wir keinen Rückraum nicht haben. Und für diese Situation gibt es auch einen ganz speziellen Wurf. Das ist der sogenannte Rollwurf. Ein Rollwurf ist jetzt relativ einfach erklärt. Ein Rollwurf ist nichts anderes als wie ein halber Fliegenwurf. Wenn wir den Überkopfwurf ansetzen, ziehen wir die Schnur zurück. Die Schnur streckt sich, wir bekommen die Biegung in die Rute und dann haben wir den Zeitpunkt, um den Vorwurf einzusetzen. Natürlich können wir das nicht machen, wenn wir hinter uns einen Baum, einen Busch oder einen Strauch haben, können wir keinen Rückwurf nicht einsetzen, denn wir würden ständig mit diesem Hindernis kaschieren. Für uns ist es weit besser, den Rollwurf einzusetzen in dieser Situation. Wenn wir jetzt keinen Rückraum nicht haben, das heißt hier unter ist ein Busch oder sonstiges, machen wir den sogenannten Rollwurf. Beim Rollwurf ist es wichtig, wir ziehen direkt die Schnur im Wasser zurück, die Schnur verlässt nie das Wasser. Natürlich, wenn jetzt die Schnur zurückkommt, bildet sich jetzt automatisch hinter mir das sogenannte D, ein sogenanntes D-Loop. Und diese D-Loop ist sehr wichtig, denn ich brauche Masse Schnur hinter mir, um die Schnur jetzt wieder nach vorne zu bekommen. Und jetzt brauche ich nichts anderes zu machen, eben, als wie einen Vorwurf einzuleiten. Denn der Wasserwiderstand, der hier gegeben ist, wo die Schnur drinnen liegt, reicht mir aus, um die Rute zu laden. Jetzt gehe ich nicht vor und man sieht sofort, der Wasserwiderstand gibt mir die Biegung in die Rute, um die Schnur nach vorne wieder abrollen zu lassen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Beim Rollwurf müssen wir darauf achten, dass die Schnur im Wasser bleibt. Zurückziehen, jetzt formt sich das D. Wichtig wiederum, die Spitze hochzulagern, nicht die Rute nach unten drücken, denn zu den Wurffehlern komme ich dann genauso. Jetzt die Rute hochzulagern, das D formt sich jetzt hinter mir. Und jetzt mache ich nichts anderes, als wie ich ziehe wieder vom ganzen Körper. Zuerst am Körper ran, Drehung, Rolle, Rolle nach vorne. Und man sieht sofort, schnellt die Schnur nach vorne weg.